Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir haben hier eben wirklich, Herr Kochmann, einen von Ihren legendären Auftritten gehabt. Sie versuchen einfach durch Lautstärke hier zu überzeugen, was Sie zu Jürgen Trittin gemacht haben, macht deutlich, dass Sie nichts verstanden haben. Durch Jürgen Trittin sind die erneuerbaren Energien erstmal auf den Wert gekommen, auf dem sie heute sind. Nicht keine andere als die Grünen haben die Erneuerbaren eingeführt. Und alle Welt guckt auf Deutschland, weil wir das damals unter Rot-Grün geschafft haben. Davon sind Sie meilenweit weg von der FDP. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das traurig, diese Debatte. Ich möchte mich eigentlich mal anknüpfen an dem, was der Kollege Jung gesagt hat. Wir haben bei allen Auseinandersetzungen, die wir hier hatten, haben wir hier im Bundestag eine Gemeinsamkeit gehabt. Und das war der Klimaschutz. Es gab immer eine Gemeinsamkeit bei den internationalen Zielen des Klimaschutzes. Die einen wollten mehr als die anderen, aber vom Grundsatz haben wir es sogar geschafft, einstimmige Beschlüsse in diesem Bundestag zu Klimaschutzzielen auch vor Klimakonferenzen hinzubekommen. Und ich muss sagen, das war eine gute Leistung, weil wir erkannt haben, das ist ein globales Ziel. Da müssen wir auch gemeinsam als gesamter Bundestag darauf reagieren. Und wir können eigentlich in diese, ich sag mal, Auseinandersetzung, wie Herr Kauch sie hier wieder mal begonnen hat, können wir eigentlich nicht rein. Dürfen wir nicht rein, weil es um viel mehr geht als um das Gezänk hier untereinander. Und es ist schade, dass Herr Kauch genau diese Debatte aufmacht. Ich meine, wenn Herr Kauch zum Beispiel jetzt sagt, der formale Prozess, gerade bei den ganzen Atomgesetzen, die wir jetzt haben, ja, wir würden das alles verzögern, ja, was die Atomgesetze angeht, da muss ich sagen, Herr Kauch, denken Sie mal einen Moment nach und machen Sie nicht immer den Mund auf, sondern denken Sie einen Moment nach, was Sie uns zumuten bei diesen Anhörungen, zwei Gesetze in 4 Stunden, das heißt, wir haben für die Sicherheit von Atomkraftwerken, wir haben für die wirklich entscheidende Frage von Atommüll, haben wir gerade mal 30 bis 45 Minuten, uns damit zu beschäftigen. Das ist eine Farce und Sie haben uns sie eingebrockt. Das ist die Wahrheit. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Sie meinen, nicht so langwierig, dann muss ich sagen, wer hier hingeht und wieder die Erkundung von Gorleben auf die Tagesordnung setzt. Ja, Gorleben, einem Endlager, was da hergestellt werden soll, wo unten eine Riesenblase von Gas ist und oben eine Schicht, die wasserlöslich ist. Und dann behaupten die Leute noch, die Fachleute, da könnte man 1 Million Jahre Müll dazwischen, zwischen dem Gas und der wasserlöslichen Schicht, 1 Million Jahre lang sicher aufbewahren. Da muss ich sagen, gehen Sie in sich. Sie haben eine verdammte Verantwortung allen nachfolgenden Generationen gegenüber. Mit einfachen Sprüchen kann man damit nicht gegen ankommen. Wir diskutieren hier darum, dass wir sagen, Klimaschutz und Klimaziele dürfen nicht einfach nur irgendwelche Ziele sein, sondern wir brauchen Instrumente, um zu gucken, ob wir diese Klimaziele überhaupt einhalten. Und deshalb haben wir hier als Grüne im Dezember letzten Jahres einen Antrag gestellt. Die SPD hat jetzt einen Antrag gestellt und der geht in folgende Richtung, dass wir sagen, wir können uns in Klimazielen einigen, aber lass uns doch Instrumente hier gemeinsam beschließen, dass wir auch sagen, diese Klimaziele werden auch, und zwar egal von welcher Regierung, das ist so ein großes Ziel, ja, das müssen wir gemeinsam hinbekommen, diese Klimaziele wollen wir auch umsetzen. Und deshalb sagen wir, wir brauchen ein Klimaschutzgesetz, weil es 3 ganz entscheidende Vorteile hat. Es ist einmal verlässlich, es ist transparent und es ist konsequent. Und genau das brauchen wir in einem globalen Problem, was wir bei dem Klimawandel haben. Ein solches Klimaschutzgesetz brauchen wir in diesem Land. Warum ist das verlässlich? Wir haben momentan unverbindliche politische Vorgaben. Und was wir wollen, ist, dass wir diese unverbindlichen politischen Vorgaben umsetzen in rechtsverbindliche Ziele. Das ist das Ziel eines Klimaschutzgesetzes. Und zwar eine Vorgabe, auch da können wir uns streiten, sind es jetzt 80% oder 95% CO2-Reduktion bis 2050, aber mit diesem Ziel, in diesem Korridor. Ja? Und das
würde genau das erreichen, was wir brauchen, nämlich langfristige Planungssicherheit für die Menschen. Was Sie gemacht haben mit Ihrem Energiekonzept gegen die Mehrheit der Bevölkerung ist doch, dass Sie Stillstand haben in Investitionen. Die Stadtwerke investieren nicht mehr, in die Erneuerbaren wird nicht investiert. Sie mit Ihrem Energiekonzept haben einen Stillstand von den nächsten 3 Jahren erreicht, nicht mehr und nicht weniger. Dann werden wir kommen, das Ganze umändern und dann kann es wieder losgehen. So ist die Politik und das ist dann auch gut so. Und es wäre auch ein schönes Zeichen vor Cancun, wenn man wirklich sagen würde, ja, Deutschland verabschiedet ein Klimaschutzgesetz, wir wollen diese Klimaziele nicht nur beschließen, wir wollen auch zeigen, wie sie umgesetzt werden können. Und der zweite Punkt ist... Frau Kollegin Höhn, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Kauch. Ja, bitteschön. Frau Kollegin Höhn, Sie haben ja angemahnt, dass wir eine gemeinsame Basis für die internationale Klimapolitik brauchen. Ich stelle fest, dass diese gemeinsame Basis immer noch da ist. Wir debattieren aber heute hier über die nationale Umsetzung. Genau. Und der Kollege Schwabe hat eingeführt mit der Auseinandersetzung ums nationale Energiekonzept. Dies vielleicht vorausgeschickt, um hier auch keinen falschen Eindruck zu erwecken. Ich glaube, es ist wichtig und es ist zentral, dass wir weiterhin vor Cancun und darüber hinaus eine Basis haben in den internationalen Verhandlungen, denn wir haben ein gemeinsames nationales Interesse, das, was wir hier tun, eben auch in anderen Teilen der Welt zu sehen. Zu meiner Frage, Sie haben gesagt, die Menschen müssen sich darauf verlassen können, was wir an Zielvorgaben, Zielentwicklungsfaden beschließen. Sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass das Energiekonzept, was Sie hier in Bausch und Bogen verdammen, wo Sie auch völlig das Recht haben, das eine oder andere zu kritisieren und insbesondere in der Kernenergiefrage sind wir halt nicht auf einer Linie. Aber sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass in diesem Energiekonzept genau dieser Entwicklungspfad zur Klimapolitik hin zu 80 bis 95% bis 2050 entwickelt worden ist, beschlossen werden wird durch Unterstützung des Deutschen Bundestages und dass dies dann auch letztendlich Grundlage sein sollte für die nationale Nachhaltigkeitsstrategie, die dann über die Legislaturperioden hinweg geht. Sind Sie bereit, hier auch eben diese parteiübergreifenden Punkte, die, glaube ich, getragen werden können, dann auch über die Änderungen, die Sie am Energiekonzept, wenn Sie einmal wieder regieren, vornehmen wollen, hinweg gelten zu lassen? Oder wollen Sie die dann auch vom Tisch wischen? Herr Kauch, der entscheidende Punkt ist, ob die Ziele, die Sie festgeschrieben haben, auch erreichbar sind. Und wir bieten Ihnen mit dem Klimaschutzgesetz ein Instrument, wie diese Ziele, die Sie festgeschrieben haben, auch erreicht werden können. Indem wir einfach sagen, sie müssen überprüft werden, sie müssen transparent dargestellt werden und wenn sie nicht erreicht werden, dann wollen wir auch Sanktionen. Genau dieses Instrument verweigern Sie und deshalb müssen Sie sich nicht wundern, wenn wir glauben, dass Ihre Ziele nur auf dem Papier stehen und dass Sie de facto selber wissen, dass Sie über die Art und Weise, wie Sie Politik machen, diese Ziele nie und nimmer erreichen werden. Das ist der Unterschied. Und gerade deshalb sagen wir, es gibt einmal die Verlässlichkeit dieses Klimaschutzgesetzes, es gibt aber auch die Transparenz. Denn wir wollen, und übrigens Großbritannien macht das, es gibt also auch Länder, die es schon machen, wir wollen deshalb eben Zwischenziele, wir wollen deshalb auch Berichte. Wir wollen auch sagen, oh, hier passiert was, hier funktioniert es nicht ganz. Im Verkehrsbereich, einzelne Sektoren, da kriegen wir es nicht hin. Da müssen wir gegensteuern, da müssen wir andere Maßnahmen machen. Das ist die Transparenz, die wir mit diesem Klimaschutzgesetz wollen. Dann könnten wir schnell reagieren und könnten letzten Endes dafür sorgen, dass diese Ziele wirklich erreicht sind. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir konsequent sein müssen. Wenn die Ziele nicht erreicht werden, dass wir dann in der Tat Sanktionen haben, dass wir dann verstärkte Klimaschutzanstrengungen machen und dass wir damit versuchen, diesen ganzen Zielen auch Biss und Nachdruck zu verleihen. Wir wollen nicht nur Ziele formulieren, wir wollen auch, dass diese Ziele umgesetzt werden. Und deshalb das Klimaschutzgesetz. Die Alternative, Herr Kauch, ist nämlich das, was Sie in diesem Klimakonzept machen. Da haben wir den Eindruck, das ist unverbindliche Lyrik. Da sind 36 Prüfaufträge und zwar ohne Substanz. Gucken wir doch mal die Gebäudesanierung an. Ja? Bei der Gebäudesanierung, da muss ja unglaublich viel CO2 reduziert werden.
da hatten wir im letzten Jahr 2,2 Milliarden für die Gebäudesanierung, in diesem Jahr 1,5 Milliarden und im nächsten Jahr ist erst mit großem Protest der Wert nochmal auf 950 Millionen aufgestockt worden. Und wenn Sie dann sagen, in diesem Atomfonds sind doch 300 Millionen drin, da sage ich, der Unterschied zwischen 1,5 Milliarden und 950 Millionen, das sind ja schon fast 600 Millionen und die können Sie dann mit Ihren 300 aufstocken, dann sind Sie immer noch nicht bei dem Wert von diesem Jahr. Das heißt de facto, dass Sie viel reinschreiben, aber bei der Gebäudesanierung nicht die Finanzen zur Verfügung stellen, um das am Ende wirklich durchsetzen zu können. Und das machen wir Ihnen zum Vorwurf. So, meine Damen und Herren, wir müssen über diese Sache noch mal diskutieren im Ausschuss. Ich bin der Meinung, es gibt Gemeinsamkeiten. Herr Jung hat das noch mal dargestellt. Ich würde das gerne ausloten, ob es diese Gemeinsamkeiten gibt, wie weit wir da gehen können. Das sollten wir machen. Und wenn wir das wirklich schaffen sollten, in einer Zeit der Konfrontation, die wir momentan erleben, dann wäre es ein gutes Zeichen, weil wir deutlich machen, dass wir bei globalen Fragen, die wir hier national umsetzen, doch am Ende noch Gemeinsamkeiten hinbekommen. Darauf hoffe ich ein Stück. Ich sehe den einen oder anderen, mit dem man vielleicht zusammenarbeiten kann. Und Herr Koch, vielleicht auch irgendwann mal mit Ihnen in einer ruhigen Stunde, wenn es hier nicht so am Redepult darum geht, den Einzelnen zu demonstrieren, wie aufgeregt und engagiert Herr Koch sein muss. Also vielen Dank und ich hoffe auf Beratung, gute Beratung im Ausschuss. Danke.